Hallo alle zusammen. Ja, wir sind heute wieder mal unterwegs und zwar diesmal auf Skitour. Wir machen heute eher was Kleineres. Wir starten im Bregenzer Wald am Bödele und laufen jetzt mal als ersten Schritt zur Lustenauer Hütte, danach wahrscheinlich noch zur Bregenzer Hütte und dann schauen wir mal, ob wir noch einen Gipfel machen. Das hängt aber ein bisschen von den Verhältnissen ab. Ja, was ist das für eine Tour? Geplant haben wir so ja, ungefähr 850 Höhenmeter, also jetzt nichts zu Krasses. Aber einfach um ja, mal ein bisschen wieder was zu machen. Vom Start her haben wir bei der Talstation Bödelebahn geparkt und laufen jetzt erst ein kleines Stückchen durchs Skigebiet hier hoch. Und das sieht man jetzt hier eh, da vorne sind schon jede Menge Skifahrer. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir von den Pisten wegkommen und dann in den nächsten Wald rein. Das zeige ich euch aber gleich. Und da unten sieht man jetzt den Übergang. Da von der Piste hier im Prinzip auf den Weg und wir laufen jetzt da gleich rein in den Wald. Ja, und wir haben jetzt eine kleine Zwischenstation erreicht und hier eine Pause gemacht und was gegessen, quasi Frühstück. Das ist hier so ein Kapellchen. Das ist ganz niedlich. Ich zeige euch da direkt jetzt auch mal ein Bild, wie das im Sommer aussieht. Und ja, das ist die Wintervariante der Landschaft. Echt hübsch und ja, wie gesagt, Tipp, da drin hat man immer einen trockenen Unterstand. Ja, und wir haben die erste Hütte erreicht. Hinter mir ist die Lustenauer Hütte auf 1250 Meter, also noch nicht wirklich alpin. Ist aber sehr nett hier. Die ist jetzt auch im Winter bewirtschaftet, denke ich. Hier hängen zumindest Fahnen da. Und ja, da gucken wir jetzt mal rein und trinken vielleicht einen Schluck Tee. Wir haben zwar erst vor irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde die Pause bei der kleinen Kapelle gemacht, aber ja, ein Tee, der ist okay. Tja, Satz mit X, das war nix. Die haben heute Ruhetag. Aber ansonsten, ja, kann man hier eigentlich recht gut essen. Die haben tolle Schnitzel, wirklich tolle Wiener Schnitzel. Ja gut, wir laufen dann jetzt einfach weiter und ja. Vielleicht hat ja sonst schon was offen, aber ich glaube, die anderen beiden Hütten waren im Winter nicht bewirtet. Von daher, ja, dann wäre ja was dabei. Gut, dann wieder ab. Ja, und da sind wir an der Bregenzer Hütte angekommen. Irgendwie steht hier herzlich willkommen, hat aber trotzdem geschlossen. Aber voll cool hier die alten Ski und so. Ja, wir setzen uns da jetzt aufs Bänkchen und trinken einen Tee. So. Und damit starten wir jetzt auf den Rückweg. Bregenzer Hütte haben wir hinter uns gelassen. Und jetzt machen wir uns wieder auf Richtung Tal. Und damit sind wir wieder bei der Kirche. Ja, ging jetzt eigentlich ganz schnell. Wir konnten relativ viel davon fahren, von dem Rückweg. Ja, machen uns jetzt weiter auf Richtung Tal. Ist ein bisschen schade, dass hier die Wolken noch so drin hängen, aber ist in Ordnung. Trotzdem ein cooler Tag. So, wir sind jetzt am höchsten Punkt angekommen. Jetzt geht es nur noch abwärts. Das heißt, Helm an und wir fahren runter. Und ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt und wir sehen uns dann unten.
damit wären wir unten. Hat Spaß gemacht, war echt eine coole Abfahrt. Und ja, wie ihr in meiner Brille seht, ist da schon der Parkplatz mit den Autos. Das heißt, wir steigen jetzt ein. Danke, dass ihr mitgekommen seid und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!